Der Film Poor Things von Yorgos Lanthimos wird von der Kritik gefeiert und von der Presse als feministisches Meisterwerk gehandelt. In der deutschen Presse überbieten sich die Wolfgangs und Tobiasse und Daniels mit überschwänglichem Lob. Ich empfand den Film eher als Qual, mit Ausnahme der Outfits natürlich, ich meine, hallo. Und auch die Szene mit Hanna Schegula war wirklich... Worum geht es? In einem viktorianischen Steampunk-Universum pflanzt ein verrückter Wissenschaftler der sterbenden Mutter das Gehirn ihres noch ungeborenen Kindes ein. Resultat ist eine weibliche Frankenstein, die auf den Namen Bella Baxter hört. Also kurzum, eine äußerlich junge Frau mit dem Geist eines Babys. Und das finden offensichtlich ziemlich viele Typen hot, die Bella treffen. Der Film hat sehr viele sehr explizite Szenen, was aber de facto heißt, dass da erwachsene Männer ein Kleinkind, also, und das so ungefähr die erste Stunde des Films, also bis Bella dann erwachsen genug ist, um auch als erwachsen zu zählen. Für mich war das unerträglich mit anzusehen, also unerträglich. Jetzt könnte man ja sagen, okay, das ist vielleicht sogar das Ziel. Also es geht darum, dass man diese verbotene Lust in den vor allem männlichen Zuschauern hervorruft und dann vorführt, um sie erfahrbar zu machen in all ihren frauenfeindlichen und vielleicht auch pädophilen Anteilen. Das wäre interessant gewesen, das wäre heftig gewesen, aber davon ist in diesem Film einfach nichts zu sehen. Völlig egal, welche hochtraumatisierten Dinge Bella widerfahren, sie hüpft immer mir nichts, dir nichts in die nächste Szene, in die nächste farbenfrohe Kulisse, macht das nächste Abenteuer oder, wie sie immer sagt, ganz wertfrei, eine neue Erfahrung oder eine neue Entdeckung. Die mehrfache Vergewaltigung Bellas als, man muss sagen, wie es ist, Baby, wird einfach folgenlos beiseite gewischt und dann ist sie auch noch als erwachsene Frau SexarbeiterIn, das wird dann als feministisch-sozialistische Revolution verkauft, die, warum auch immer, dazu führen soll, dass schwarze Frauen Medizin studieren können, aber das Ganze ist so völlig frei von Gefahren von Schwangerschaft oder von Krankheit oder von gesellschaftlicher Ächtung oder von realer physischer Gewalt. Es ist einfach nur, wie es ist und irgendwie auch ganz nett anzuschauen. Ganz anders als Barbie strotzt Poor Things vor Sex, aber es ist eben halt ein Sex, der nie so wirklich wehtun kann. Und ja, ich weiß, es ist ein Märchen, es ist alles surreal, es ist keine Tierdoku im WDR, aber was sagt denn der Film über die Emanzipation der Frauen? Also für mich blieb nur hängen, Frauen können dann alle Konventionen ablegen, können dann alle Fesseln ihres Geschlechts sprengen, wenn sie einfach nur unverwundbar sind. Und wenn die Schmerzen, die ihnen zugefügt werden, keine Wunden schlagen. Ein Feminismus aber, der nicht von der grundlegenden Verletzbarkeit oder auch schon stattgefundenen Verletzung aller Menschen ausgeht. Ein Feminismus, der nicht akzeptiert, dass nicht alle Verletzungen heilen können. Das ist zumindest nicht mein Feminismus. Poor Things bleibt mit seinen vielen verpassten Chancen eigentlich doch nur in diesem, naja, typischen neoliberalen, du kannst alles schaffen, Zuckerwatte-Feminismus hängen, den ich 2024 nicht nochmal sehen möchte. In diesem Sinne, hier noch die Quellen.